Hallo, ich bin Carsten in Dinken. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Nochmal. Ja, habe mir für heute eine Tour Richtung Xanten rausgesucht. Ich würde zwar lieber in der Woche fahren, weil ich denke, dass es heute voll wird, aber da ich mit der Fähre fahren muss und die Fähre in der Woche nicht jeden Tag fährt, fahre ich dann heute doch am Sonntag dahin. Ja, ich bin mal gespannt. Also geht so Richtung Xanten, Bislich. Ich meine auch Xanten an Nordsee. Bisschen am Rhein. Schauen wir mal. Also wenn ihr die Tour mal nachfahren wollt, sie startet am Bahnhof Dinken. Von daher muss man auch nicht unbedingt hier hinfahren mit dem Rad. Ich kann auch von hier aus starten. Ich werde es euch mal verlinken. Ich habe was vergessen. Ich habe kein Wasser auf. Ein bisschen Wasser habe ich noch dabei, aber das wird doch nicht reichen. 60 Kilometer. Hoffentlich komme ich am Friedhof oder so vorbei, weil es ist auch noch Sonntag. Mit Einkaufen wird auch schwierig. So, noch vorm Ortseingang Hamminkeln geht es dann erstmal rechts ab. Also bis jetzt ging es eigentlich die ganze Zeit auf einer Straße, aber mit extra Radweg. So, und gleich geht es dann links rein nach Hamminkeln irgendwie. Ja, hier die Straße heißt schon Bislicher Wald. Also wird man ja wohl hier Richtung Bislich kommen dann auch bald. Ups. Ja, da stand gerade ein Schild Bislich 5 Kilometer. In Bislich ist die Fähre nach Xanten rüber. Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es zurück dann aber über eine Brücke. Ja, auf dem Navi ist hier links Wasser zu sehen. Ich habe gerade durch die Bäume hindurch auch ein bisschen Wasser gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier Altrheingebiet ist. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch näher dran. Ja, jetzt weiß ich, was das hier ist. Und zwar wird hier auch, ja, ich weiß nicht genau, entweder Kies oder Sand, aber ich denke mal eher Kies abgebaut. Das hier sind wohl Baggerseen bzw. Reste von Baggerseen. Ja, hier kommt man mal ein bisschen an den See heran oder an einen der Seen. So, Bislich wäre erreicht, dann kann die Fähre ja nicht mehr allzu weit sein. Auch finde ich ganz gut, dass die Fähre relativ am Anfang kommt. Weil dann wird es da nicht so voll sein um die Uhrzeit. Ich denke mal, heute Nachmittag wäre schlimmer.
Ja, so gern ich mit der Fähre fahre, so froh bin ich, die Fähre hinter mir zu haben. Mein Gott, ja, ganz schön voll. Ja, jetzt müsst ihr mir einfach glauben, hier links von mir ist Wasser. Xantener Nord- oder Südsee. So genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass der Weg da vorbeigehen soll. Aber so wirklich sehen kann man nichts. Immer nur mal so kleine Fetzen. Auf dem Navi sieht man es wohl, aber alles zugewachsen. Ist auch immer schade, wenn alles zuwächst. Also schön, wenn es dicht ist, aber manchmal hätte man auch gerne ein bisschen Aussicht. So, da stand gerade ein Schild, da stand drauf Südsee. Da bin ich jetzt von weg, da vorne kommt aber wieder Wasser, vielleicht ist es dann schon die Nordsee. Okay, der Nordsee. Ja, bevor es jetzt vom Nordsee weggeht, nochmal eine Aufnahme. Die Nordsee wird jetzt verlassen. Jetzt geht es dann am Rhein weiter. Ja, hier am Rhein ist natürlich ganz schön was los. Da muss man schon immer gut aufpassen, dass man mal eine Stelle mit wenig Leuten erwischt. Hier nördlich oder flussabwärts von Xanten, je nachdem, was richtig ist, war ich noch nicht wirklich. Also hier kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Ach, ich glaube, ich muss nochmal Fähre fahren. Wusste ich gar nicht, dass hier auch eine ist. Ach ja, klar. Die Fähre bei Rees. Die habe ich ja ganz vergessen. Oh, Schlange stehen.
So, bin wieder am Platz. Jetzt gibt es einen Feierabendradler.